So, hallo und herzlich willkommen Leute zu einem weiteren Freestyle Commentary. Hier in Black Ops wieder, natürlich in Black Ops, wo auch sonst. Ja, mein Thema wird heute sein, der Glitch, der Prestige Glitch und der Waffen Glitch, der hier seit 2 Tagen irgendwie für Aufruhr sorgt. Es haben ja einige schon ein Video dazu gemacht, und jetzt wollte ich eigentlich auch mal meinen Senf dazugeben. Also ich bin ja keiner, der irgendwie sagt, okay, wenn irgendwas im Spiel ist, dass man es nicht ausprobieren darf. Gut, Waffenglitch ist mir eigentlich relativ schnuppe, genauso wie der Prestige-Glitch. Wenn die Leute sehen, okay, man kommt da halt schnell hoch und das ausprobieren und keine Ahnung, halt sich da hochglitschen, also who cares, mich nicht. Also wollte ich eigentlich nochmal gesagt haben, dass ihr einfach so ein bisschen über den Dingen steht. Also ich habe gelesen, dass viele sich derbe drüber aufregen und sagen so, ey, das ist doch voll für den Arsch und so. Ja, versucht einfach ein bisschen drüber zu stehen. Ich meine, es ist ein Game und so. Steigert euch da nicht zu sehr rein. Wenn die Leute sagen, okay, ich will mich da hochglitschen, drauf geschissen, ja, nehmt die Sachen einfach nicht allzu ernst. Ich habe es nicht gemacht und ja, das ist aber auch meine Sache. Jeder muss für sich selbst entscheiden, so was er macht und warum er es macht. Und ja, weil auch das Risiko relativ hoch ist, wenn man sowas macht, dass man auch auf dem schnellsten möglichen Weg heruntergestuft wird. Ist einem Kumpel bei MW3 passiert, hatte ich mal in einem Commentary erwähnt. Wegen Sitrep, glaube ich. Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall wurde er zurückgestuft auf Prestige 1. Genauso ist es demselben Kerl hier bei Black Ops 2 wieder passiert. Ja, wenn man aus Fehlern nicht lernt, ne? Ich hoffe, der Kollege guckt zu. Ja, hier ist so eine Ecke oben auf dem Berg. Das ist irgendwie so ein Sniper-Anziehungsort oder der geheime Treffpunkt der Sniper-Bruderschaft oben auf dem Berg. Irgendwie machen die da so geheime rituelle Zeremonien irgendwie auf dem Boden. Ich weiß nicht, ich laufe da gerne durch und weck die mal und versuche wieder ins Spiel mit zu integrieren. Gelingt eigentlich sehr oft, weil die hier so beschäftigt mit ihrer Zeremonie sind. Ja, zum Gameplay. Ich spiele hier mit dem Orbitalsatelliten aka Blackbird und den Hunden und dem Schwarm. Schwarm hatte ich vor der Runde, ein, zwei Level vor der Runde, glaube ich, freigeschaltet oder so. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall geht der Schwarm hier überhaupt nicht ab. Deswegen nehme ich schon mal ein bisschen so die Spannung raus. Ja, habe ich ja auch in einem Commentary erwähnt, dass wenn ihr Schwarm raushaut, dass der Schwarm auch einen guten Tag haben muss, um abgehen zu können. Ja, warum ich den Schwarm hier noch nicht gedrückt habe, liegt daran, dass der Scuf-Controller, den ich bekommen habe, ausgerechnet wirklich, also er ist wirklich wunderbar, funktioniert astrein, obwohl ich mich noch nicht ganz derbe damit klarkomme. Auf jeden Fall der einzige Haken, den der Controller hat, ist das Steuerkreuz. Also Steuerkreuz auch nur in Richtung rechts, also wenn ihr das Steuerkreuz auf rechts drückt, nimmt er den manchmal nicht an.
Wahrscheinlich denke ich hier gerade noch, dass ich den Schwarm schon aktiviert habe. Auf jeden Fall habe ich Steuerkreuz rechts gedrückt. Und ja, denke, dass der Schwarm schon oben rumschwirrt, tut er aber nicht. Oder ich habe ihn einfach nicht gedrückt, weil kurz vor Rundenende war. Auf jeden Fall, was ich sagen will, ist, ich habe ein bisschen mit dem Steuerkreuz noch zu kämpfen. Ansonsten gibt es ein Perk, was ich euch empfehlen kann für Leute, die rushen und ständig mit Marathon unterwegs sind. Versucht mal Marathon mit, in der englischen Version heißt das Dexterity oder so. Das ist ein Perk im dritten Slot, den ihr direkt von Anfang an freigeschalten habt. Das ist das erste Perk, was ihr freigeschaltet habt in der dritten Klasse. Probiert's mal aus. So wie schnell ziehen halt, dass wenn ihr aus dem Sprint heraus, dass ihr die Waffe halt schneller heben könnt. Und ihr könnt auch schneller rennen damit. Nicht schneller rennen. Was laber ich denn für ein Scheiß? Ihr könnt schneller klettern damit. Ja, versucht so ein bisschen mal zu kombinieren. Meine Standardklasse, haben mich ja auch schon viele gefragt, welche Klasse ich empfehlen kann. Also meine Standardklasse sieht so aus, dass ich im ersten Perk-Slot zwei Perks drin habe. Einmal Ghost und Hardliner. Ja, dafür braucht ihr halt eine Wildcard und halt die beiden Perks. Dann im zweiten Slot ist eigentlich scheißegal, was ihr mitnehmt, weil da eh nur von Perks her nur Rotz drin ist. Was ich empfehlen kann, ist Plünderer auf jeden Fall. Dann habt ihr kein Munitionsproblem. Benutze ich aber auch selber erst seit kurzem. Ja, zweite Mal Hunde. Schwarm ist oben irgendwie und macht nicht allzu viel. Ja, das ist so ein bisschen verbindungsabhängig. Sogar eure Killstreaks sind hier verbindungsabhängig. abhängig. Also wenn Verbindung irgendwie nicht so derbe prall ist, dann machen eure Streaks auch nicht so den Schaden. Obwohl ich das bei Schwarm irgendwie überhaupt nicht nachvollziehen kann. Ja, ich habe aber auch schon Runden gehabt, wo der Schwarm übelst da abging. Wirklich, da habe ich wirklich einen Triple Multi nach dem anderen gesehen. Ja, zu der Map. Was gibt es zu der Map zu sagen? Sie ist hässlich. Sie ist wirklich hässlich. Und es macht nicht wirklich Spaß. Das ist wirklich meine Hass-Map. Ja, der Kollege macht hier die Serie kaputt. Ist einfach nicht gestorben, weil er keinen Bock hat oder so. Keine Ahnung, warum mein Hund ihn da auch nicht zerfetzt hat, weil er gerade aus der Richtung kam. Und ich mich eigentlich relativ sicher fühlte, weil wenn aus der Richtung ein Hund von mir kommt, dann darf da eigentlich kein Gegner mehr rumlungern. Ja, Serie verkackt. Fange ich hier wieder an, neu aufzubauen. Ansonsten, Schockladung wieder einer hingepfeffert. Da hat einer meiner Abonnenten, was hat er geschrieben? Den Schockpenis. Schockpenis, ja. Das hört sich viel besser an als Schockladung. Ja, ich bin jetzt, ich weiß jetzt nicht genau, in welchem Prestige ich hier in der Runde bin, aber es ist ein relativ neues Gameplay. Ich glaube, ich war hier dritte Prestige, kurz vor Ende oder so. Müsste so gewesen sein. Auf jeden Fall bin ich jetzt im vierten. Hab noch einen relativ weiten Weg vor mir. Und werde auch keinen Waffenprestige machen. Auch wenn es dann ein paar Punkte mehr gibt. Aber ich bin kein Freund von Waffen aufleveln. Jedes Mal wieder neue Schalldämpfer und erweiterte Magazine. Ja, die MP7 spiele ich hier mit Schalldämpfer und erweiterten Magazinen. Eigentlich ist das eine recht geile Kombination. Ihr könnt doch, wenn ihr Bock drauf habt und sagt, ich will auf ein paar Sachen halt verzichten, könnt ihr noch ein
dritten Aufsatz draufhauen. Ich würde Laser empfehlen. Oder probiert mal Griff aus. Griff geht ja auch übelst ab. Ja, von den Sturmgewehren habe ich so die meisten eigentlich ausprobiert und kann sagen, die sind alle Schrott. bis auf die AN-Dingsbums, also das letzte Sturmgewehr, die AK der Neuzeit. Die ist richtig brutal und die kann ich auf jeden Fall jedem von euch ans Herz legen, dass ihr die, wenn ihr noch so eine permanent Unlocked Dingsbums für eine Waffe ausgeben wollt, dann macht das bei der A1. Ansonsten, das Gameplay ist zu Ende. Ich hoffe, das Commentary hat euch auch gefallen. Schreibt ein paar Comments. Würde ich mich freuen. Wisst ihr ja. Ja, das war's von mir. Bis demnächst. Peace out.